Wenn man den kürzesten Weg zwischen zwei Knoten in einem Graph berechnen möchte, dann kann man hierfür den A-Stern-Algorithmus verwenden. Der A-Stern-Algorithmus verwendet Heuristiken, die die Suche beschleunigen können. Zuerst einmal ein Blick auf die Heuristiken. Es ist wichtig, dass es sich hierbei um konsistente Heuristiken handelt. Das bedeutet zum einen, dass die Zulässigkeit gegeben ist und dass die Monotonie gegeben ist. Beim A-Stern-Algorithmus verwendet man drei verschiedene Listen. Zum einen die Open-Liste, die alle Knoten enthält, zu denen ein Weg gefunden wurde. Und hierbei wird der Wert FU, also die Gesamtkosten für den Weg, abgespeichert. Dann gibt es noch die Closed-Liste, also alle Knoten, die fertig bearbeitet sind. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der kürzeste Weg vom Startknoten zu diesem Knoten bekannt ist. Dann gibt es noch den Rest, also alle unbearbeiteten Knoten. Beim A-Stern-Algorithmus geht man wie folgt vor. Zuerst wird der Startknoten in die Open-Liste eingetragen. Solange die Open-Liste nicht leer ist, geht man wie folgt vor. Man wählt den Knoten mit den kleinsten F-Werte aus. Falls der Knoten gleich dem Zielknoten entspricht, heißt es, dass der Weg gefunden wurde und der Algorithmus terminiert. Ansonsten expandiert man den Knoten und nimmt ihn in die Closed-Liste auf. Das Expandieren eines Knotens sieht wie folgt aus. Man berechnet den Wert F, indem man die Kosten von dem Knoten U zum Nachfolger bestimmt und dann die Heuristik von V aus dazu addiert. Dann wird der Weg geupdatet, das heißt U wird zum Vorgänger von V und V wird in die Open-Liste mit aufgenommen. Damit wir den A-Stern-Algorithmus nun genauer betrachten können, habe ich noch ein Beispiel mitgebracht. Wir haben den Graphen auf der linken Seite gegeben, sowie die Heuristik darunter, also die Tabelle direkt unter dem Graphen. Nun habe ich schon eine entsprechende Tabelle erstellt, die wir dann im Folgenden ausfüllen werden. Dabei habe ich die Close-, Open- und Rest-Listen eingetragen. Und zwar Ziel ist es, jetzt den kürzesten Weg von A nach F zu finden. Das könnte zum Beispiel ein Straßenplan sein und man möchte jetzt den kürzesten Weg zum Ziel finden. Wir fangen mit A an, sprich in die Open-Liste kommt A hinein. Dann bleiben in der Restliste alle anderen Knoten, also B, C, D, E und F. Nun hatte man den ersten Schritt schon mal erledigt und man geht weiter, indem man A expandiert. Hierbei schaut man sich hier die Kanten an, also wir sind jetzt hier und expandiert A zuerst mal in die Richtung, Richtung B, und das schreiben wir dann so auf. Die B nehmen wir in die Open-Liste mit auf und dann müssen wir den Wert F berechnen und der wäre wie folgt, und zwar haben wir hier einmal das Kantengewicht, sprich die Kosten, plus die Heuristik und die wäre bei B 48. Insgesamt hätten wir dann den Wert 83. Der nächste Knoten ist C. Sprich, man wird wie die Kante jetzt berechnen, beziehungsweise den Knoten. Und jetzt C muss den F-Wert jetzt berechnen. Das Gewicht ist 18 plus die Heuristik von C ist 38, was insgesamt 56 ergibt. Dabei sind die Vorgänger A. Nun haben wir B und C aus dem Rest rausgenommen, sprich, es bleibt D, E, F übrig. Und wir schauen uns nochmal hier an, was der kleinste Wert ist, und das ist C. Sprich, wir werden jetzt mit C weitermachen, indem wir C expandieren. Damit wäre Schritt 2 wie erledigt. Wir expandieren nun C. Hier drunter können wir die A in die Close-Liste mit aufnehmen, sowie C. Ich schreibe nochmal in Klammern, über welchen Knoten wir gegangen sind, also in dem Fall über A. Dann schreiben wir uns nochmal die Open-Liste ab. Nun expandieren wir C und da gibt es hier diese Kante zu D. Jetzt müssen wir die Gesamtkosten bis zu D berechnen und zwar hier 18 plus 18 sind 36 plus die Heuristik von D, die liegt bei 29. Und insgesamt sind es 65 mit Pre-C.
Dann der nächste Knoten, den wir noch expandieren, den wir von C expandieren können, ist E. Da müssen wir auch wieder F berechnen und das wäre jetzt 18 plus 23 sind 41 plus die Heuristik von E ist 17, sind 58. Pre ist wieder C. Nun haben wir D und E noch zusätzlich mit aufgenommen, sprich in der Restliste bleibt nur noch F übrig. Da das Minimum hier E ist, werden wir als nächstes E expandieren. Nun expandieren wir E. Nun schreiben wir noch die Open-Liste auf. Als nächstes expandieren wir E. Und hier gibt es einmal diese Kante von E nach D. Sprich, wir berechnen ihn jetzt. Und da hätten wir als Gesamtgewicht bis zu D hätten wir 59. Plus noch die Heuristik wären 29, sind 88. Das wäre jetzt Pre-E. Als nächstes hätten wir noch den Weg direkt zu F. Und da müssen wir dann wieder die ganzen Kantengewichte zusammenrechnen. Das wäre hier 18 plus 23 plus 25 wären insgesamt 66. Pre-E. Jetzt wäre die Restliste leer, weil wir alle haben. Wir haben jetzt hier D zweimal drin, sprich den können wir wegschmeißen, weil der ja insgesamt ja länger dauert als der andere. Der kleinste F, jetzt müssen wir den Knoten auswählen mit dem kleinsten F fährt und das ist hier D. Sprich, wir werden jetzt mit dem weitermachen und den jetzt expandieren. So, als nächstes expandieren wir D. Alles, was in der Open-Liste war, nehmen wir auch wieder auf. Gut, nun können wir D expandieren und von D gibt es einen Weg zu F. Und das wäre ja jetzt 18. Kommen wir zu C plus nochmal 18, was ja zu D geht über C. Und schließlich die 33 wären jetzt 69. Pre ist D. Und jetzt sehen wir hier, über E ist kleiner als über D, sprich den können wir jetzt rausschmeißen und wären jetzt an dem Punkt, wo wir F mit aufnehmen würden in die Closed Liste, da der F-Wert am kleinsten ist und damit hätten wir unseren Weg gefunden. Das heißt, der kürzeste Weg von A nach F würde wie folgt lauten: von A nach C nach E und dann nach F.